Gläubige Papiere sind im Gegensatz zu Beteiligungspapieren sehr sichere Anlagen. Heute zeigen wir die Grundlagen zu den Gläubigerpapieren. Was der Unterschied zwischen einer Anleihe und einer Obligation oder was ein Gläubiger oder Schuldner ist. Nach den nächsten 6 Videos wirst du einen klaren Überblick über die Gläubigerpapiere am Kapitalmarkt haben. Wenn du gerade dabei bist, kannst du uns ja einen Daumen nach oben geben und uns abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Heute werden wir uns mit den Grundlagen der Gläubigerpapiere beschäftigen. Wir werden die Grundlagen in 2 Teile aufteilen, mit insgesamt 7 Inhaltspunkten. Wir haben folgende 4 Punkte, die wir im Teil 1 der Gläubigerpapiere anschauen werden. Erstens, die Definition eines Gläubigerpapiers. Zweitens, was sind Gläubiger und Schuldner? Drittens, Einteilung der Forderungspapiere. Und viertens, der Begriffsunterschied zwischen einer Anleihe und einer Obligation. Beginnen wir mit der Definition eines Gläubigerpapiers. Ein Gläubigerpapier ist ein Wertpapier, in dem eine Geldleistung verbrieft ist. Wir haben hier 2 agierende Parteien, den Geldgeber und den Geldnehmenden. Verbrieft bedeutet, dass die Leistung und die Pflicht auf einem Stück Papier festgehalten und niedergeschrieben wird. Der Geldgeber ist der sogenannte Gläubiger. Er leiht dem Geldnehmenden auf bestimmte oder unbestimmte Zeit Geld. Dafür verlangt er eine Entschädigung in Form einer periodischen Zinszahlung und die Kreditrückzahlung am Ende der vereinbarten Laufzeit. Oder der Gläubiger kann das Gläubigerpapier unter dem Ausgabepreis erstatten und erhält das Wertpapier am Ende der abgemachten Laufzeit zum Ausgabepreis. Ein Beispiel dazu ist der sogenannte Zero Bond. Das schauen wir uns im Video der Arten von Gläubigerpapieren an. Der Geldnehmende ist der sogenannte Schuldner. Er leiht sich das Geld von den Gläubigern. Er hat die Pflicht, Zinszahlung zu leisten und den Kreditbetrag am Schluss der Laufzeit vollständig zurückzuzahlen. Oder im Falle des Zero Bond wird keine Zinszahlung geleistet. Gläubiger und Schuldner. Gläubiger können institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Privatanleger, die ein kleines Risiko eingehen wollen, oder Zentralbanken sein. Das Ziel der Gläubiger ist es, sein Geld mit einem geringen Risiko anzulegen, als im Gegensatz zu einem Beteiligungspapier wie Aktien. Vor allem für Pensionskassen ist das sehr wichtig, da diese unsere Gelder für unsere Pension anlegen. Sie müssen sichere Anlagen tätigen, um unsere Anlagen nicht zu verspekulieren. Schuldner können private Unternehmen oder Staaten sein. Das Ziel des Schuldners ist es, finanzielle Mittel zu erhalten, indem sie die Gläubigerpapiere ausgeben. Das Geld können Sie zum Beispiel für eine Errichtung einer neuen Produktionsstätte nutzen. Ein Beispiel. Hier seht ihr die herausgegebenen Schweizer Staatsanleihen mit den Einzelheiten. Zum Beispiel die ISIN-Nummer. Das ist eine internationale Kennnummer. Mit dieser könnt ihr sie in allen Online-Portalen finden. Zum Beispiel bei eurem Online-Broker oder auf der Seite finanzen.ch. Dann sehen wir noch den Emissionsbetrag, den Zinssatz, das Emissionsjahr und das Rückzahlungsdatum. Wir werden noch genauer auf die Einzelheiten wie Eigentranchen oder die verschiedenen Zinssätze in einem anderen Video eingehen. Forderungspapiere. Die Forderungspapiere werden folgendermaßen unterteilt. Erstens die im Geldmarkt enthaltenen Geldmarktinstrumente, welche eine Laufzeit bis 12 Monate haben, sprich das sind kurzfristige Wertpapiere. Auch die Gläubigerpapiere gehören zu den Forderungspapieren. Die Gläubigerpapiere werden auf dem Kapitalmarkt gehandelt, da sie eine Laufzeit von über 12 Monaten haben und diese werden nochmal unterteilt in mittelfristige Laufzeit, ca. 1 bis 8 Jahre und langfristig ab 8 Jahren. Im Kapitalmarkt befinden sich auch die Beteiligungspapiere wie Aktien. Wir sehen uns in einem anderen Video den Geldmarkt und die Geldmarktinstrumente an. Anleihen und Obligationen. Die meisten Gläubigerpapiere sind Anleihen. Eine Anleihe ist ein Großkredit von einem Unternehmen. Bund, Kanton oder sogar einzelne Gemeinden können Anleihen ausgeben. Wir haben ja gesagt, wir befinden uns im Kapitalmarkt. Das Unternehmen oder der Staat, der auch Emittent genannt wird, geben auf dem Primärmarkt Anleihen aus. Das nennt man Emission. Das Video zum Primärmarkt und Sekundärmarkt ist oben verlinkt. Anleihen sind Großkredite. Also zum Beispiel gibt Audi eine Anleihe in Höhe von 200 Millionen Franken auf dem Primärmarkt aus, um eine neue Produktionsstätte zu finanzieren. Um die Emission kümmert sich eine Investmentbank. Damit die meisten Anleger auch auf dem Sekundärmarkt investieren können, wird dieser Großkredit aufgeteilt. Denn es hat niemand so auf die Schnelle 200 Millionen Franken übrig. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Stückelung folgendermaßen lautet: 40.000 Stück auf 5.000 Franken.
Jetzt können auch Kleinanleger ihr Geld anlegen. Die zerstückelte Anleihe nennt man auch Anleihensobligation oder nur Obligation. Zu jeder Emission gibt es auch einen Emissionsprospekt. Unser Obligationenrecht schreibt gewisse Mindestinhalte vor, zum Beispiel die Verzinsungsbedingungen, beispielsweise eine jährliche Verzinsung von 5%, die Rückzahlungsbedingungen, wann die Anleihe zurückbezahlt wird, oder noch für was genau das Geld gebraucht wird, wie oben erwähnt die Produktionsstätte. Man spricht von Gläubigerpapieren, auch von Schuldverschreibungen, festverzinslichen Wertpapieren oder der häufig anzutreffenden englischen Bezeichnung Bond. Die Obligationen wurden früher noch gedruckt und mit einem Couponbogen ausgestattet. So konnte man jedes Jahr einen Coupon abreißen und diesen bei der Bank einfordern. Heutzutage ist alles digitalisiert. Wir hoffen, wir konnten euch eine Übersicht über die Grundlagen der Gläubigerpapiere geben. Schreibt uns in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Lasst einen Like da und abonniert uns, dann sehen wir uns im nächsten Video. Das letzte Wort hat Albert Einstein.